Die letzte Frage ist, wie prägend oder auch emotional der Schreibprozess von Wie Inseln im Licht für mich persönlich war. Und zum einen, glaube ich, muss ich als Schreibende immer eine gewisse emotionale Distanz halten, weil ich den Text kontrollieren muss, weil ich die Sprache kontrollieren muss. Und zum anderen fand ich den Text schon fordernd. Und ich habe auch gemerkt, ich musste manche Entscheidungen treffen, die ich mir anders gewünscht hätte, die mich dann auch traurig gemacht haben. Oder ich musste mich immer wieder in Momente reindenken, die einfach sehr fordernd auch für Zoe, meine Protagonistin, waren. Und dem habe ich mich zum Beispiel auch nicht immer gewachsen gefühlt. Da dachte ich an manchen Tagen einfach so, ich brauche eine Pause. Ich kann das heute nicht. Und dann gab es wieder Tage, wo es einfach auch viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, besonders emotional war auch das Ende für mich, also das Ende zu schreiben. Zum einen, weil ich für mich da gemerkt habe, das funktioniert, das ist genau das Ende, das ich haben wollte für den Text. Und zum anderen, weil man auch selber dann Abschied nimmt auf eine Art von diesem Schreibprozess und von dieser sehr intensiven Schreibphase des ersten Entwurfs. Und bei Wie Inseln im Licht war der letzte Tag irgendwie besonders intensiv und ich habe sehr viele Stunden am Stück geschrieben, irgendwie 14 Stunden vielleicht. Und dann war es nachts um 1 und ich saß hier allein auf meinem Sofa und habe so die letzten Seiten geschrieben und dann wusste ich gar nicht, wohin mit mir, als ich wusste, das ist jetzt der letzte Satz. Und dann habe ich nur so ein emotionalen Instagram-Post abgesetzt, weil ich irgendwie so allein damit war und bin dann völlig überdreht ins Bett. Und ja, es hat mich schon mitgenommen. Also der Text ging jetzt nicht so spurlos an mir vorbei, einfach nur eskapismusmäßig.